kannst du das in Frieden annehmen. Deine Gefühle, wenn ich mit einer anderen Frau chatte, kannst du das, können wir das wertschätzen gegenseitig, wie wir uns hier betrügen? Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher hier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Online-Kurs-Creator, YouTuber, Instagrammer, Twitcher. Gebt meine Arbeit gern weiter und gebt auch meinen Code gern weiter. 25% unser Black Friday-Code, Black Friday 25 zusammengeschrieben. Für praktisch alles auf liebeschipp.de, meine ganzen wunderbaren Kurse von tausenden Menschen schon gemacht. Guckt dir meine Bewertungen an. Und ja, gönn dir. Genau, haben wir das schon abgehandelt? Okay. So, genau. So, wenn du auch solche Fragen hast, kann immer nur nicht alle beantworten, aber diese hat es geschafft hier. Kannst du aber ein Formular auf Liebeschip abschicken. Wir haben mal eine Paarfrage. So, von Alex Koloff und Nitritschkola. So, hallo Christian, ich führe mit meinem Partner, wir sind in den 30ern, seit 4 Jahren eine liebevolle und respektvolle, starke Beziehung. Wir sprechen sehr ehrlich über alles und Freunde sind deshalb erstaunt darüber, dass wir dies so gut hinbekommen und immer einen Weg finden, der unsere Gefühle, Wünsche, über unsere Gefühle, Wünsche und Gedanken zu sprechen. Sie wünschen sich dies für sich selbst. Mein Partner und ich sind der Ansicht, dass unsere Bedürfnisse vom anderen nicht verurteilt werden sollten. Ja, stimmt. Uns ist bewusst, dass jeder von uns immer sein Bestes gibt und wir nicht immer alles richtig machen. Räume ich beispielsweise mal wieder seine Unterlagen in eine Schublade, sodass er dies zunächst suchen muss, so teilt er mir mit, dass er dies nicht wünscht, verurteilt mich aber nicht. Wir versuchen dem anderen keine Schuld zuzusprechen. Und sind der Meinung, dass jeder für seine Gefühle die Verantwortung übernehmen darf. Grenzen haben wir zu Anfang unserer Beziehung schon gesetzt, reflektieren diese oft gemeinsam. Entgegen unserer Absprache hat mein Partner vor einem halben Jahr mit einer ihm bekannten Frau gechattet, Bilder ausgetauscht und sie haben sich gegenseitig sexuell angeheizt. Wie ist denn dieser plötzliche, alles super und alles, wir konnten quasi das Vorbild für, weiß ich nicht, für eine 37-Grad-Reportage sein, wie ist die perfekte Beziehung zu mit anderen Frauen chatten und sich gegenseitig sexuell anheizen. Irgendwas muss da ja schiefgegangen sein. Ich finde es respektlos, sage ich ganz ehrlich. Also ist ja schön, dass ihr vorher so respektvoll wart. Das ist einfach fucking respektlos. Meine Meinung. Also auch kein, ist auch keine Bewertung übrigens. Ich meine, die Welt ist einfach ein fucking Irrsinnshaufen. Ist wie es ist, aber es ist einfach respektlos. Sorry. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht alle schon mal respektlose Sachen in unserem Leben gemacht haben. Ich bin auch kein Engel. Aber gut, es geht ja jetzt darum, wie sollte man sowas sehen, ne? Also aus meiner Sicht, du hast natürlich deine eigene. Er hat mir dies vor ein paar Tagen erzählt. Als ich ihn, ich weiß nicht warum, ich hatte so ein Gefühl, ihn fragen zu wollen, fragte, ob er jemals sexuell aktiv mit einer anderen Frau geworden sei, ob schreiben oder auch mehr. Oder hast du aber ein gutes Bauchgefühl gehabt? Dies sei einmal passiert, danach habe er gewusst, dass er mich damit sehr verletzen würde, wenn ich es erfahre, und es habe sich falsch angefühlt, obwohl es nach seinem Verständnis kein Fremdgehen gibt. Ja, das sind wieder ganz viele Informationen in einem Satz. Also erstmal hat er sich jetzt ja quasi entschuldigt dafür. Ich meine, gut, jeder macht mal Fehler. Natürlich kann man in einer langjährigen, gesunden Beziehung auch mal was verzeihen. Er ist ja scheinbar auch ehrlich hier. Aber wieso gibt es denn jetzt kein Fremdgehen? Habt ihr eine offene Beziehung oder was? Da wird immer was verwechselt. Also natürlich kann man auf einer allgemeinen, menschlichen Ebene kann man natürlich offene Beziehungen führen, Dreierbeziehungen, Viererbeziehungen, Beziehungen mit einem Hund und einem Schaf. Nee, das ist, glaube ich, gesetzlich verboten. Aber du kannst machen, was du willst. Ne? Nur ihr habt ja sozusagen so einen verbalen Vertrag,
dieser Beziehung und der beinhaltet es eben nicht. Und natürlich gibt es dann Fremdgehen. Also es sind so verschiedene Argumentationsebenen, ne? Wir sind freie Menschen und besitzen den anderen nicht. Boah. Ja, da kann ich auch sagen, ich bin ein freier Mensch und Geldscheine sind nur Papier. Was interessiert mich, was da drauf gedruckt ist? Ich gehe in eine Bank und raube eine Bank aus. Das ist ja alles eh nur, haben sowieso nur Kapitalisten ihr Geld hingegeben. Ist ja eh nur bedrucktes Papier. Außerdem bin ich ein freier Mensch. Ja. Das, also nach der Argumentation, ja. Ich weiß, dass ich alles machen darf, was ich möchte. Auch sollte dies Sex mit einem anderen Mann sein. Also er sagt ja jetzt im Grunde genommen, nur weil er fremd vögeln will, sollst du das jetzt auch wollen? Oder wird er das dir auch netterweise genehmigen, für das du das gar nicht willst? Also erstmal, das würde ich gerne mal sehen, wenn du das machst, ob er das so kann. Scheinbar wirkt auf mich so, als wenn er dich scheinbar selbstverständlich nimmt und dich nicht vollständig respektiert oder du es ihm zu einfach gemacht hast vielleicht, weil man sollte es auch gerade einen Mann manchmal nicht zu einfach machen, ehrlich gesagt. Frau vielleicht auch nicht. Muss ja auch immer mal so ein bisschen ringen um den anderen, dass der auch weiß, ne, dass man was wert ist. Aber das ist schon sehr speziell hier. Was das für Gefühle in ihn auslösen würde, dürfe er annehmen und bearbeiten. Es ist, also ich kann diese pseudo-psychologische Sprache, ich persönlich ertrage die gar nicht. Dann würde ich lieber einen Partner haben, der sagt, du weißt du was, ich will einfach mit anderen rummachen, abends in eine Bar nehmen, alle abschleppen, da habe ich Bock drauf. Was machen wir jetzt? Das wäre mir lieber als dieses, kannst du das in Frieden annehmen? Deine Gefühle, wenn ich mit einer anderen Frau chatte, kannst du das, können wir das wertschätzen gegenseitig, wie wir uns hier betrügen? Oh ja. Richtig gute Idee. Hat vielleicht zu viel Funk-YouTube-Videos über offene Beziehungen geguckt. Ja. Allerdings habe ich mich nun sehr lange selbst belogen. Solange ich glaubte, er würde dies nicht tun, habe ich mich in einer scheinbaren Sicherheit befunden. Also bei mir würden alle Alarmglocken auf Rot stehen, wenn solche Sätze gesagt wären. Das ist nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder so, aber irgendwie ist da ja irgendwas los. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand, Beziehungen haben keine Gewähr, dass sie ewig dauern. Vielleicht sind wir hier und haben gesagt, okay, dieses Leben hätte ich gerne mehrere Beziehungen. Vielleicht ist da für ihn der Fall gekommen, aber dann soll er sich vielleicht nochmal trennen von dir und da kann er ja machen, was er will. Ne? Oder kann das zumindest mit dir besprechen. Also insofern, ja, dann ist er halt so nicht mehr so in einer Beziehung, wie er das mal war. Das ist ja, das kann ja passieren, aber naja. In einer scheinbaren Sicherheit befunden und geglaubt, sei bereit für diese Art von Beziehung. Ich bin eifersüchtig, was mein Freund weiß, weshalb ihm bewusst war, dass ich Schmerz empfand, als er mir das sagte. Ja, ich finde, die Wahrheit sagen, auch wenn sie schmerzt, ist natürlich immer eine gute Sache, nur ich finde dieses Pseudo, ist mein Gefühl, könnt ihr gerne mal kommentieren, dieses Pseudo aufgeklärte, weichgespülte, keine Ahnung, Tantra-Yoga-Seminar-Atmosphäre hat zu reden, wobei jetzt nichts gegen Tantra und Yoga, aber ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe vor einiger Zeit schon ein Muster erkannt und so ist mir auch bewusst, dass ich in nachfolgenden Partnerschaften gleiche Erfahrungen machen muss. Ja, wir kriegen immer den Partner, der das Thema bringt, was wir gerade bearbeiten sollen. Je bitter das auch ist manchmal, aber das ist leider, ist die Erde kein Urlaubsplanet, muss ich euch nochmal sagen. Das ist echt tougher Abenteuerspielplatz hier. Vor allem, wenn man sich so in 3D-Energien, vielleicht findet er das so super modern und 5D-mäßig, aber 5D-mäßig wäre, wenn er sagen würde, ja, ich übernehme natürlich für dich Verantwortung, ich weite dich da komplett ein, ich erwarte auch nicht, dass du das akzeptierst.
Ich erwarte auch nicht, dass du da mitmachst. Es tut mir total leid, dass ich dich damit verletze. Und ich glaube, ich packe mal lieber meine Koffer jetzt. Das wäre vielleicht eine bessere Art, damit umzugehen. So. Mein Partner sagt mir, dass ich seine Traumfrau sei. Warum? Also du bist so sehr seine Traumfrau, dass er mit irgendeiner anderen Tante da schreiben muss. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist das seine Definition von Traumfrau? Traumfrau würde ich immer denken als jemand, den man für sich haben will. Aber und das ist auch, du bist so sehr Traumfrau, dass du ruhig mit anderen Männern schlafen kannst und er bearbeitet dann seine Emotionen. Alter Verwalter. Wir planen unser gemeinsames Leben. Er sei glücklich, unser Sex sei der beste, den er bisher hatte. Außer, dass er sich mit anderen schreiben muss. Ja. Weil es ja dann doch das Ego nicht genug befriedigt. Oh, was für eine Mail, ey. Okay. Unsere Beziehung sei so, wie er sich Beziehungen wünsche, was nicht an den Frauen lag, sondern an unserem Vertrauen, unserem ehrlichen Austausch und unserer Fähigkeit zu empfinden. Und so erlebe ich es auch mit ihm. Nun möchte mein Partner unsere Beziehung neu verhandeln. Das ist natürlich grundsätzlich sein gutes Recht. Muss man ganz klar sagen. In den vergangenen, also nicht, dass er das erfolgreich macht, aber dass er das gern möchte. Man kann natürlich die Beziehungsgrundlage neu verhandeln. So, ne? In den vergangenen Jahren habe ich zwar nie das Bedürfnis verspürt, tatsächlich mit einer anderen Frau Sex haben zu wollen. Ich glaube, du bist jetzt auch die Frau. Ach nee, Entschuldigung. In den vergangenen 4 Jahren habe er zwar nie das Bedürfnis verspürt, tatsächlich mit einer anderen Frau Sex haben zu wollen, wohl aber das Bedürfnis zu schreiben, rumzuspielen, Bilder auszutauschen, um sich so selbst zu befriedigen. Ja, aber ich, vielleicht habe ich manchmal auch das Bedürfnis, irgendwie jemandem einfach eine runterzuhauen und mache das auch nicht, weil ich mich so ärgere bei ihm und mache das aber auch nicht. Oder vielleicht habe ich das Bedürfnis, meinem Nachbarn seinen super süßen Hund wegzunehmen, weil ich ihn so geil finde, mache das aber auch nicht. Ja, also zwischen Bedürfnissen und dann wirklich Leuten schreiben und seinen sexuellen Fantasien mit anderen Menschen nachzugehen, finde ich schon nochmal einen Unterschied. So, ne? So. Es sei ein anderer Reiz als der eines Pornofilms. Ja, hier kommen wir der Sache ja schon näher. Also vielleicht haben wir hier ein Pizza-Pommes-Problem. Ich weiß es nicht, musst du wissen, mit jemandem, der vielleicht sehr regelmäßig Pizza-Pommes zu sich genommen hat in Form von Pornos und was weiß ich, was noch alles. Sich daran gewöhnt hat, an diese Dopamin-Geschichten im Gehirn und nun auf eine Dosissteigerung geht. Ja. Ist aber sein Weg, ist nicht deiner, ne? Es ist ein anderer Reiz als der eines Pornofilms, was ich nachvollziehen kann. Warum bist du so verständnisvoll? Also was er zu wenig hat, hast du zu viel, glaube ich, ne? Er möchte Verständnis und Akzeptanz für seine Bedürfnisse. Was er hier dir zeigt, ist, dass du nicht genug Akzeptanz und Verständnis für deine Bedürfnisse aufbringst. Dass du nicht sagst, ey, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Irgendwie, was geht's noch? Irgendwie sind wir hier in so einem, in so einer fucking, wir haben zur fünften Beziehung Doku oder was? Also, was soll der Scheiß, ne? Du musst deine Bedürfnisse nach vorne stellen, nicht seine, ne? Er möchte Verständnis und Akzeptanz zu seinen Bedürfnissen, ob er dann tatsächlich nur einmal so einen starken Reiz empfindet und diesen ausleben will, weiß er dabei gar nicht. Doch, ich glaube, das weiß er schon. Ich möchte halt nur das Erlaubnis haben. Ja, für mich ist klar, unabhängig davon, ob ich diese Beziehung mit ihm weiterleben will, möchte ich an meinem Minderwertigkeitsgefühl arbeiten. Ich würde es eher so Selbstliebe nennen, aber gut, ist wahrscheinlich die gleiche Richtung, die du meinst. Ich sehe allerdings in unserer Beziehung auch eine große Chance, daran zu wachsen, weil eben alles so stabil und liebevoll ist. Was ist denn daran liebevoll, wenn er mit anderen Frauen schreibt? Und was ist daran stabil, wenn er die Beziehung öffnen will? Und wir es unterstützen. Meine Fragen sind somit, ist es möglich, vielleicht verhaltenspsychologisch daran zu arbeiten, meinen Partner als freien Menschen zu respektieren, Besitzdenken aufzulösen und Ängste besser zu regulieren? Ist es möglich, dass ein Goldfisch gesundet, wenn er im schmutzigen Wasser schwimmt? Die Frage stelle ich immer zurück. Warum sollte der Goldfisch das probieren? Warum sollte der nicht aus dem Aquarium raushüpfen und in ein Aquarium, wo das Wasser, nehmen wir mal den Begriff schmutzig mal weg, klarer ist?
Also meiner Ansicht nach, meine ganz persönliche Meinung, ist das eine co-abhängige Idee, zu überlegen, wie, also man bekommt atemberaubende Sachen, die man akzeptieren soll, und fragt sich dann, wie kann ich so an mir arbeiten, dass ich diese haarsträubenden Dinge akzeptiere, anstatt dass man sich einfach sagt, ey, sorry, ich glaube, irgendwie hackt's bei dir. Und also ich nehme das in Liebe an, deine Bedürfnisse, aber ich werde mich dann in Liebe und großer Selbstliebe und Fremdliebe werde ich dann, glaube ich, diese Beziehung beenden. Und du machst da deine Spielchen weiter, würde ich vorschlagen. Halte ich für besser, aber ist nur meine Meinung. Es sei denn, du wirst es wirklich wollen, aber das ist ja nicht der Fall. Es ist völlig in Ordnung, wenn er sagt, ich möchte gerne Pizza und Pommes leben, mich mit anderen Frauen chatten. Aber was ich immer problematisch finde, ist dann von dem anderen zu verlangen, dass das innerhalb, also er möchte gerne beides haben, stabile Beziehung und Pizza und Pommes. Ne? Drogen und Salat. Also man kann ja alles wollen, ne? Aber ja, würdest du beim Kind auch nicht machen, wenn er sagt, ich hätte jetzt aber gerne 5 Tafeln Schokolade, würdest du auch sagen, nee. Und würdest du auch nicht sagen, ja, mein Kind ist ein freies Wesen, wenn das 5 Schokoladen essen will. Aber gut, da hinkt der Vergleich. Ist das Bedürfnis meines Partners psychologisch gesehen, das interessiert mich, würde mich alles überhaupt nicht interessieren. Mir persönlich aus heutiger Sicht wäre das komplett scheißegal, warum jemand darauf kommt. Ich würde auch nie wieder irgendjemand retten wollen davon, für denken, alles klar, du wirst mit einer Frau chatten und solche Dreckschats haben. Go for it, viel Spaß, ich bin hier raus. Also danke, dass du mir das gesagt hast, respektiere ich, danke für die 4 schönen Jahre. Ich hänge mir auch irgendwie dein, was weiß ich, hänge mir auch noch was von deinen Geschenken auf hier, mache ich alles, guten Weg, gute Reise. aber ganz respektvoll, ich sag das, ich natürlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, ne? Ohne Groll. Aber gut, lese ich die Frage mal zu Ende vor. Ist das Bedürfnis meines Partners psychologisch gesehen vielleicht ein Zustand und Erleben eines Mangels mit dem Wunsch, ihn zu beheben? Ja, also sorry, unser ganzes Leben ist ein einziger Mangel, den wir versuchen zu beheben. Ich versuche gleich mein Kaffeetrinkdefizit zu beheben, zum Beispiel. Verschiebt ja vielleicht ein Urbedürfnis, Liebe, Anerkennung, sowie bei anderen Bedürfnissen, Schokolade shoppen gehen, Essen im Allgemeinen und Süchte. Manchmal haben Menschen einfach einen Drogen-Lifestyle, weil sie einen Drogen-Lifestyle haben. Das muss nicht immer sein, dass Papi und Mami nicht für ihn da sind. Oder das ist auch ein Teil der Dualität. Ne? Das ist ein Teil, was Menschen hier ausprobieren dürfen auch, wenn sie so leben wollen. Oder vielleicht zeitweise. Nur, es muss ja nicht mit dir unbedingt sein. Ne? Lieber Christian, ich habe schon so viel durch deine Videos lernen dürfen. Wir sind dankbar für diese Möglichkeit. Du würdest mir bla 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 bla. Hoffe auf eine Antwort. Bla bla. Okay. Ja, also letztlich ist es ganz einfach. Willst du so eine Beziehung führen mit einem Mann, der dann natürlich die Grenzen immer weiter aussehen wird und natürlich mit anderen Frauen schreiben wird und die irgendwann sagen wird, ja, ich möchte aber dieser Frau jetzt auch gern mal irgendwie meinen Finger in ihr linkes Ohr stecken. und ist das auch okay für dich? Oder können wir deine Schmerzen, die du da hast, irgendwie mal anschauen gemeinsam, wenn ich sowas machen möchte? Aber letzten Endes, man muss jetzt auch gar nicht so viel auf ihm hier, er ist ja nur ein Botschafter für deine Themen, ne? Wie du für seine Themen, muss man es auch nicht auf ihm rumhacken, machen wir auch nicht, er darf das wollen, du kannst sagen ja oder nein, ich hoffe, du sagst nein, weil du das nicht willst, aber natürlich ist das eine Möglichkeit, ich kann als Mensch hergehen, ist auch völlig in Ordnung, also ich finde das mit diesem, dass er das schon heimlich gemacht hätte und dieses ganze Gesülze drumherum nicht wäre, würde ich sagen, wunderbar, ich kann hergehen in einer Beziehung und kann sagen, du weißt du was, ich habe Bock, andere Frauen durchzunehmen, andere Männer durchzunehmen, whatever. Wie stehst du dazu? Willst du nicht? Alles klar, wie machen wir jetzt weiter? Das ist total in Ordnung, man muss nicht, das ist so die einzige Art, das offen anzugehen, nicht, also weder seine Bedürfnisse runterschlucken, wenn man es partout nicht will, noch sie heimlich auszuleben, sondern in the front, in the face und dann aber auch die Konsequenzen tragen. Ne? Ich meine, die Welt ist nicht so, im Kleinen machen wir das wahrscheinlich ständig nicht, aber das ist das Einzige. Willst du so eine offene Beziehung führen? Das ist ja immer das, die Frage, also ich bin überhaupt nicht gegen offene Beziehungen oder so, ich kenne mich damit nicht aus, habe es ja nicht selber erlebt, aber ich habe immer die Frage, wenn ich sowas sehe, geht da nicht einer bei unter, der das eigentlich gar nicht will? Und der dann vielleicht in so einer pluspoligen, co-abhängigen Rolle ist. Das muss man sich halt immer fragen. Ne? In diesem Sinne, mach die fucking Kurse. Modul 1, Selbstliebe-Challenge.
Nice, geiles Leben. Dating-Kurs womöglich, ich weiß es nicht. Und lass da nicht locker. Wenn du sagst, ist für mich nicht akzeptabel, lass nicht locker. Ja? Haben wir uns verstanden? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Also, wir hier, die ihr das Video guckt. Ciao.